Heute sprechen Erkan und ich über das Thema, wie du es schaffen kannst, deinen Kundenwert zu erhöhen. Wir nehmen ein paar Geheimnisse, die Amazon Prime, Netflix, Disney Plus auch nutzen und wie du sie vor allem als Personenmarke wie Coach, Berater, Experte oder sogar Influencer nutzen kannst, um einen kontinuierlichen Cashflow aufzubauen. Herzlich willkommen hier zu unserem Growth Marketer Kanal. Viele sind von Launches abhängig, rennen von Monat zu Monat, müssen jeden Monat neu Umsatz erwirtschaften, wissen eigentlich gar nicht, wie viel Cash kommt gerade wirklich auf meinem Konto. Und wir haben uns immer wieder gesagt, boah, eigentlich wollen wir doch auch ein Coaching- oder Mentoring-Business haben, was wie ein SaaS-Modell ist, was auf kontinuierliche Einnahmen basiert, wo wir morgens aufwachen. Also und mittlerweile ist es so, ich wache morgens auf, gucke auf mein Digistore, ich weiß nicht, ob du das auch machst, und sehe teilweise Tage, krass, okay, warte mal, ich wache gerade auf und wir haben schon fünfstellig verdient. Und ich weiß, Alter, fuck, der Tag, der wird richtig geil, weil alles, was ich jetzt mache, ist nochmal Bonus on top. Und genau dieses Gefühl, diese Sicherheit, die vermitteln wir gerade vor allem auch in unserem Mentoring-Programm. Wir sagen dir aber, was wir umgestellt haben, um genau dieses Gefühl zu erhalten, damit wir wissen, hey, wir planen kontinuierliche wachsenden Cashflow, um irgendwann die Sicherheit zu haben, jeden Monat kommt einfach 100.000 einfach so rein, ohne dass ich jetzt krampfhaft nur Neukunden machen muss, sondern auch von den Bestandskunden her bereits immer wieder neuen Cashflow erzeugen kann. Was wir wirklich als Fehler immer sehen bei den Kunden, die wir haben, die dann bei uns kommen und die sehen dann, hey, was macht ihr denn da? Was auch die meisten auch wirklich falsch machen, ist, sie verkaufen Coaching für 3 Monate, für 6 Monate, für 12 Monate und danach ist der Kunde weg. Aber sie bauen sich kein System auf, wie zum Beispiel eine Software, also man muss jetzt keine Software bauen, aber ihr Coaching-Business so zu behandeln wie Netflix, wie Amazon Prime, wie Disney, dass die Leute auch sich langfristig bleiben, weil ich habe auch alle Disney-Filme geschaut, bin trotzdem noch in dem Abo drin. Weil ich denke, ja, wenn ein neuer Film kommt, bleibe ich drin. Wenn ich mir wieder was anschauen möchte, wo ich meine Träume wieder realisieren möchte, mit, keine Ahnung, was mein Lieblingsfilm? Vajana, ich oute mich. Shrek, jetzt. Oder? Shrek ich ist auch. Ich weiß, dass es eigentlich Shrek ist. Aber es ist nicht von Disney, Shrek. Ja, okay. Shrek ist noch was anderes, glaube ich. Genau, aber dann schaue ich mir das nochmal an, weil ich weiß, ich möchte wieder in die Traumwelt reingehen. Aber auch in der Businesswelt oder der Marketingwelt schaut man sich neue Sachen an oder sagt, ich möchte mit dieser Person langfristig zusammenarbeiten. Wie ist das Coaching oder die Beratung oder die Dienstleistung aufgebaut, damit ich den Customer Lifetime, also wie lange bleibt ein Kunde bei mir, einfach erhöhen kann? Bestes Beispiel Starbucks. Weiß, ein Kunde ist 12.000 Euro wert. Wie krank ist das denn? Ein Kaffee kostet 5 Euro da. Und die wissen, ein Kunde ist 12.000 Euro wert. Das heißt, die können so viel Geld für Marketing ausgeben, dass ein Kunde überhaupt Neukunde wird. Und die Frage ist halt, wenn du ein 3-Monats-Coaching kaufst, 6-Monats-Coaching verkaufst, was passiert denn danach? Dann hast du gar keinen Customer Lifetime. Und das Teuerste ist, den Kunden neu einzukaufen. Und wir stellen es ja auch immer wieder in den Gesprächen dann fest mit unseren Kunden, die dann solche Programme haben, die dann immer wieder sagen, ja, aber erstens, ja, in 3 Monaten haben die doch ihr Ergebnis erreicht. Also was soll ich denn da machen? Ja. Ich gebe denen doch alles und die Kunden sagen dann, ja, danke, jetzt bin ich happy, jetzt kann ich herausgehen und bin geheilt. Zweitens, auch ganz, ganz häufig, vielleicht erkennst du dich wieder, ich habe gar keinen Bock, so lange mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Immer wieder hören wir diese zwei Sätze und wir denken, ja, okay, ist denn der Kunde danach wirklich geheilt? Braucht er nicht eine weiterführende Betreuung? Muss er nicht weiter von dir begleitet werden? Weil auch Marketing, hey, ganz ehrlich, alle brauchen einen Marketingberater an der Seite. Und wenn es nur ein externer Berater ist, der dich einfach mal auf eine neue Bahn wiederbringt, der dir Feedback gibt, der dir neue Impulse gibt, auf die du selber gar nicht kommst, weil wir ja so in unserer Bubble drin sind oder ähnliches. Und eigentlich sollten wir doch nur mit Kunden zusammenarbeiten, mit denen wir wirklich langfristig zusammenarbeiten wollen und auf die wir wirklich Bock haben. Wenn diese Parameter doch gegeben sind, müssen wir uns doch eher Gedanken machen, wie können wir die Leute jetzt so süchtig nach unserem Produkt machen, wie Netflix, wie Disney Plus, weil ne, auch wir haben Disney Plus, ewig schon. Wie können wir die so süchtig nach unserem Produkt machen, dass sie wissen, ohne dieses Produkt ist mein Leben so stressig. Ich brauche diese Leute unbedingt an meiner Seite. Ich brauche diesen Coach an meiner Seite, den Berater an meiner Seite. Vielleicht auch die Agentur an meiner Seite, weil sie mein Leben so vereinfacht und immer mich näher zu meinen Zielen bringen wird als ohnehin schon. Und das kann man über verschiedenste Modelle machen. Natürlich ist nach 3 Monaten keiner geheilt. Also der braucht immer noch mal eine weiterführende Betreuung und im besten Fall arbeitest du mit Kunden, auf die du wirklich Bock hast. Und wenn du das hast
und das ist bei uns so, zum Glück, das ist aber bei vielen anderen Kunden mittlerweile so, mit denen wir arbeiten, dann fang doch mal an, dir Gedanken darüber zu machen, ja okay, verkauf doch 6-Monats-Pakete oder 12-Monats-Pakete, die eventuell mit einer Verlängerung drin sind. Das heißt, bau dein Coaching-Programm eher wie ein Software-Modell auf. Fang dir an, Gedanken darüber zu machen, was kannst du ja eventuell danach anbieten, aber auch wie können wir dort wieder dafür sorgen, dass das Coaching-Programm eher langfristig ist und auch, dass die Kunden von Anfang an das Bewusstsein haben, ja, nach 2-3 Monaten ist dir nicht vorbei, sondern ich bleibe langfristig drin. Unser Mentoring-Programm zum Beispiel ist auf 12 Monate ausgerichtet. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil die Leute brauchen uns immer an der Seite. Wir werden immer einen Schritt voraus sein. Wir werden immer die neuesten Insights haben. Wir werden dir immer Feedback geben. Du wirst süchtig irgendwann nach dem Feedback der Experten werden und das Feedback immer wieder brauchen. Das Ganze haben wir jetzt bei verschiedensten, bei Vlad eingerichtet. Ne? 6 Monate und danach gibt es einen Mentoring-Club, wo die Leute reinkommen, auch in ein Abo-Modell, wo die weiter auf die Inhalte zugreifen können und so weiter. Also es gibt viele verschiedenste Elemente, die du natürlich nutzen kannst. Aber erstmal wichtig ist zu verstehen, dass du anfängst, deine Coaching-Programme, deine Ausbildungsprogramme auf, nennen wir es mal High-Ticket-Memberships, umzubauen. Der neueste Trend, würde ich jetzt auch so sagen, ist High-Ticket-Memberships, weil auch, ist ja auch klar, Facebook-Werbekosten werden steigen. Einen Kunden neu einzukaufen, ist vielleicht sogar auch teilweise mal Break-Even. Gerade wenn du schon länger auf dem Markt bist oder wenn du gerade anfängst, dann kennst du dich ja sowieso nicht so gut aus. Ne? Das heißt, die Kosten, einen Kunden neu einzukaufen, ist halt teilweise mal auch Break-Even. Und ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man weiß, wie viel ist mir ein Kunde wert, den ich vorne einkaufe. Und wie genial ist das, dass du einfach sagst, hey, wenn der Cashflow stimmt, kann ich einfach viel mehr Kunden einkaufen und nach einem Jahr habe ich aus 1 Euro 10 Euro gemacht. Und wenn du diese Fähigkeit hast, und das ist halt heftig, dann weißt du, was planbar ist, was wirklich planbar ist, wie viel ein Kunde bei dir Geld ausgibt. Und irgendwann mal machst du es sogar noch ganz einfacher, irgendwann mal erhöhst du dann nochmal zusätzliche Preise und dann kannst du das auch machen. Aber vom Mindset her, wie kannst du es hinbekommen, dass ein Kunde mit dir ein Jahr zusammenarbeitet und danach sogar nochmal 3 Jahre, 10 Jahre mit dir zusammenarbeitet? Kannst du dir das überhaupt vorstellen, dass so ein Kunde mit dir arbeitet? Und ich hatte gestern noch mal ein Gespräch und da war es auch so, ja, im Marketing ist es ja einfach, man braucht ja immer Marketing. Das könnt ihr ja immer so sagen. Und dann habe ich nehme es immer als bestes Beispiel, Yannick Heile bei uns. Yannick Heiling macht Anti-Mobbing-Training. Also wie du sozusagen dein Kind aus dem Mobbing rausholt und hat die Mütter als Zielgruppe und er betreut die Kinder auch. Und da würde ich jetzt auch sagen, ganz stumpf, ja, die Kinder werden ja auch geschubst oder werden auch gemobbt. Und das ist aber ein familiäres Thema. Müssen die da dauerhaft betreut werden? Und danach hat der natürlich auch ein Abo dahinter, wo die Leute da, oder wo die Eltern und die Kinder weiterhin betreut werden. Also das ist eher so ein Mindset-Ding, wo du sagst, ja, nur Marketing wird es benötigt. Wenn du aber alle anderen anschaust, hier Streaming-Dienstleister, Musik, war früher, ich kaufe mir eine CD und dann hast du einmalig 15 Euro bezahlt. Das kannst du auf jede Sache adaptieren. Das ist einfach nur ein Mindset-Thema, weil im Coaching-Business das so eingetrichtert worden ist, du musst was Hochpreisiges verkaufen und dann für 3 Monate und dann eine große Transformation bieten. Aber was passiert danach? Es hat vor 2, 3, 4 Jahren funktioniert. Ja, ist gut, aber du solltest auch danach mit den Kunden arbeiten und eine große Transformation entsprechend liefern. Und dadurch erhöhst du auch deine Sales entsprechend um das Dreifache, weil die Leute einfach langfristig bleiben. Weil ich habe auch keinen Bock, jedes Mal dem Kunden etwas Neues zu verkaufen, sondern ich will sagen, hey, bleib doch einfach bei uns oder hey, ich biete dir so eine geile Transformation, du musst eigentlich bei uns bleiben, du kannst eigentlich gar nicht kündigen, weil das Ergebnis und das Produkt schon so geil ist. Und das Schöne, was natürlich dadurch passiert, ist, dass sich auch viele unserer Kunden, mit denen wir das gemeinsam so umsetzen, der Fokus komplett auf Produktqualität geht. Das heißt, du kannst es dir nicht mehr leisten, ein scheiß Produkt zu haben, sondern du willst ja das Produkt, die Kunden süchtig nach diesem Produkt machen. Und wenn du das schaffst, hey, dein Mindset-Fokus geht auf Produktqualität und wir sind hier nicht ein Anbieter dann, der irgendwelche Billo-Coaches ausbildet, Billo-Produkte zu erstellen, sondern hey, wir bilden renommierte Experten aus, die ein richtig geiles Produkt entwickeln, wo die Leute langfristig drinbleiben wollen. Und das ist doch vom Mindset, von der Wertschöpfungskette her, auch für Deutschland, für das Land und für die Menschen, die sich hier befinden, einfach super geil. Und ich lege mal noch einen drauf. Ich habe keinen Bock und er kann auch nicht,
abhängig zu sein, jeden Monat neu von null starten zu müssen und immer wieder verkaufen zu müssen und jedem Kunden immer was Neues zu verkaufen. Weil ansonsten befinden wir uns komplett in einem Promotion-Modell. Wir sind abhängig von Promotion, statt zu, hey, wir wollen ein seriöses, stabiles Unternehmen aufbauen, was einen wachsenden Cashflow hat mit Bestandskunden, die unser Produkt lieben und das nachhaltig aufbauen. Weil alle, ganz ehrlich, die abhängig von Promotion sind, ganz ehrlich, die machen hier da einen Launch, dort einen Launch, da einen Launch und abhängig von irgendwelchen Umsätzen, die jetzt neu erzielt werden, das ist für mich kein Unternehmertum. Das ist für mich auch kein Business. Es ist wichtig, eine Kontinuität aufzubauen, eine Stabilität aufzubauen, wie seriöse, ja, vielleicht sogar SaaS-Unternehmen. Versuch mal, diesen Gedanken mitzunehmen, wie kannst du dein Coaching-Produkt auch wie so ein SaaS-Unternehmen aufzubauen. Und hier geht es auch nicht darum, dann den Kunden zwanghaft drin halten zu müssen durch irgendwelche Verträge, sondern durch eine richtig geile Product Delivery, durch eine richtig gute Produktqualität. Genau. Das geht bei High Ticket, es geht aber auch bei Low Ticket. Du siehst es auch bei uns, wir haben eine Academy bei uns, die kann man entsprechend erwerben, wenn wir das mal zur Verfügung stellen. Und das geht auch damit. Und warum machen wir das? Indem wir natürlich kontinuierlich Geld bekommen, indem sie aber auch, was auch nochmal wichtig ist, Vertrauen bekommen. Weil da ist so viel Inhalt, das Produkt ist so, so hochwertig, wo die sagen, fuck man, das bezahlen andere Leute 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Und wir können es aber sagen, hey, du kannst sogar 30 Tage kostenlos testen. Du kriegst sogar on top die Webinar Masterclass zum Beispiel dazu. Da ist so viel Wert dahinter, wo ich sage, fuck, wenn die Leute oder wenn wir das so günstig anbieten, was ist denn auch danach? Und deswegen kannst du das auch in einer Low-Ticket-Membership machen. Und alle unsere Produkte, also eigentlich alle. Eigentlich alle, ja. Alle Produkte bei uns sind eine Membership. Alle Produkte, die unsere Kunden machen, bringen wir dazu, eine Membership daraus zu machen. Aber unser Ziel ist auch, das Produkt so geil zu machen, die Ergebnisse so geil zu liefern, dass die Kunden sagen, fuck man, ich muss mit denen zusammenarbeiten. Und das ist dann unsere Verantwortung und unsere Qualität zu sagen, die Leute sollen 10 Jahre bei uns bleiben. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel dann dahinter. Und ich glaube, ich weiß, es ist das Ziel dahinter, so eine geile Produktqualität zu liefern, dass die Leute sagen, ich bleibe für immer bei euch. Ja, und ich weiß, dass bei 2 Kunden haben wir vor allem dieses Low-Ticket-Membership auch schon sehr erfolgreich umgesetzt. Und die bekommen gerade 5-stellige Monatsumsätze einfach jeden Monat daraus, die natürlich eine gewisse Stabilität wirken, die auch mal der ganze Ad-Spend des Monats sein können, der aber automatisiert schon mal reinkam. Und alles, was danach High-Ticket abgeschlossen wird, ist schon halb ist schon komplett reiner Profit drin. Und das macht extrem Spaß, weil ich weiß, bei allen, wo wir das bisher eingeführt haben, bei uns, vor allem bei unseren Premium-Kunden, die verdienen gerade 5-stellig Revenue nur dadurch, was halt super geil ist. Wir haben auch jetzt, ich weiß nicht, ob du dich gestern an die Telegram-Nachricht erinnert hast, da haben wir ja gerade Zusammenarbeit gestartet. Und wir meinten, so einen schnellen Wachstum direkt am Anfang zu haben, ist mega geil. 129 Memberships verkauft im Erstpaket und dann nochmal 31 Jahrespakete verkauft. Also da entsprechend auf jeden Fall ein sehr geiles Ergebnis geliefert und das war direkt im, ich glaube, ersten, zweiten Monat, ne? Ersten Monat in der Zusammenarbeit. Genau. Und natürlich wissen aber auch die, das ist ein Marathon und man muss richtig Gas geben und jeder hat andere Startpunkte, an denen er ist, aber wenn du das lange Spiel verstehst und das auf kontinuierliche Basis machst, boah, das wird dir eine Freiheit bescheren, die kannst du dir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen. Also so ist es bei mir. Ich wache morgens auf, 5-stelliger Betrag, geil. Möchte mir geil, er kann lassen die Therme. Sollte man sich natürlich nicht drauf ausruhen. Ja, genau. Deswegen, wenn du noch keine Membership hast, niedrigpreisig, hochpreisig, dann mach dir auf jeden Fall Gedanken und schau dir, ich weiß nicht, ob es gerade eröffnet ist, aber den Beschreibungstext an, was in der Beschreibung hinterlegt ist. Vielleicht ist unsere Webinar-Masterclass hinterlegt mit unserer 30 Tagen kostenlosen Version, die kannst du dir auch runterladen oder vielleicht sind auch andere Beschreibungstexte drunter. Klick da drauf, melde dich da an und dann freue ich mich, dich auf der anderen Seite dann zu sehen und würde dann das entsprechend abschließen, außer du hast jetzt noch was. Ich habe ehrlich gesagt nichts mehr. Dann würde ich sagen, adios.